Und welche Faktoren deiner Meinung nach sind denn essentiell, wenn jetzt jemand in diesen Prozess sich reinbegibt, der jetzt sagt, okay, ich kaufe mir das Buch und ich sage Ihnen eins, Sie werden meinen Artikel gelesen haben und wenn noch nicht, dann machen Sie es jetzt oder nach unserem Gespräch. Und dann werden Sie feststellen, dass ich dieses Buch über alle Boden hinweg gelobt habe, weil es mir einfach sehr gut gefällt und einen wirklichen Mangel herausgestellt habe. Und dieser Mangel ist einfach, verdammt nochmal, da fehlt ein Arbeitsbuch dazu. Was soll das? Die reden darüber, aber macht wird nichts. Und die Filme, die sind auf Mallorca, es gibt einen Minifilm. Und warum wird da nicht der ganze Film gezeigt? Was soll das? Und jetzt natürlich, der Ben hat nicht von mir abgekupfert, sondern es war parallel schon in der Entstehung. Nämlich habt ihr eine Box gebastelt, wo genau das drinnen ist, nämlich das Arbeitsbuch und die Videos dazu. Und jetzt unterstelle ja mal, der eine oder andere zu Hause wird sich das jetzt kaufen wollen. Der sitzt dann da, hat dieses in der Hand und wenn er das jetzt durcharbeiten will oder doch bevor er sich entscheidet, das durcharbeiten zu wollen, was muss einer jetzt für dich mitbringen, um bereit zu sein, eine Personal Brand nach außen zu geben, ohne dass er allzu viel an Schmerzen erleiden muss? Also du meinst, es sei notwendig. Nee, das ist nicht notwendig. Das hat damit erstmal gar nichts zu tun, sondern Weil es kann ja sein, dass jetzt die Oma hergeht und die hört es jetzt und sagt, ach, mein 16-jähriger Enkel, dem gebe ich das, die sagen, das braucht der Student da und der Schüler und deswegen, das hat ja der Geffroy gesagt, der Herr Geffroy, Edgar, dass es auch für Schüler interessant sei. Und noch da, so. interessant, okay, wenn für Schüler jetzt schon Personal Branding und so, aber weiß ich nicht, also wenn, nach dem, was ich von dir gehört habe, braucht es da gewisse Art von Reife dazu. Und ich weiß nicht, wie viele Schüler da jetzt schon, was ist da dein Ansatz? Ich meine, deswegen haben wir gesagt, ihr seid verschieden. Ja, ich sag mal, der Punkt ist, du darfst jetzt auch das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Weil die Sache ist die, über was reden wir, und das muss man ein bisschen differenziert mal sehen. Also wenn wir darüber reden, dass jemand sich ein Business aufbauen will und mit diesem Business Geld verdienen will, deinen Kühlschrank voll machen und damit erfolgreich sein, Also wie ich zum Beispiel. auch andere Baustellen, wo es Ja. zum Beispiel um so Fragen geht wie Berufsfindung. Oder wenn es um so Fragen geht wie, ich war jahrelang vielleicht in einem Unternehmen drin und vielleicht bin ich gekündigt worden, was mache ich jetzt? Reputationsmanagement, oder? Ja, oder wirklich auch so Sachen wie, ich will nicht über Outplacement reden, aber das sind natürlich schon so Faktoren, wo ich Machst aber frage, gerade. was ist denn so jetzt so die nächste Runde für mich? Was ist denn wichtig? Also vielleicht auch zum Reflektieren. Und was wir gemacht haben ist, ich zeige es dir gerade mal, was ich hier liegen habe. So sieht es aus. Ja, also da muss ich einmal dazu sagen, und dieser Trailer dazu, das ist einfach, was für Material ist das? Das ist nicht Das Pappe, oder? ist eine Box, so Ja. eben wie man das so ein bisschen von den Apple-Verpackungen kennt, wenn man ein neues Gerät kauft. Ja, einfach edel. Aber einfach edel. Ich liebe auch dieses Gesicht, das ja eigentlich, das erkennt man, also ihr habt das lange nicht das Gesicht erkannt. Ja. Erst dann, also Sie sehen es auch auf meiner Seite, also bei Lernen der Zukunft, bei dem Artikel habe ich das gesamte Gesicht, wo Sie die linke und die rechte Seite sehen. Aber jeder, wenn man es weiß, nimmt man es eh wahr. Und das Das ist Schöne das ist, wir haben die Box hat den Titel Erfolg braucht dein Gesicht. dein Gesicht, das Kleine, was ein Buchstabe alles ausmachen kann, Das ja. ist doch verrückt. Und was wir haben ist, das glaube ich, das Interessante ist hier in dieser Box, ich mache es immer auf, in dieser Box haben wir Also wenn ihr sie dann habt, dann darf ich, dann mache ich ein Unpacking-Video. Ist das okay? Ich noch nie, ein Unpacking-Video habe ich schon gemacht, gerade weil es cool ist. Ja. Was wir da drin haben, sind so ein paar Sachen, und ich sag mal so, der Hauptkern ist sicherlich, wir haben wirklich ein wirklich dickes 128-seitiges Workbook gemacht, Yes, yes. wo man sich mit vielen Fragen sich auseinandersetzen kann, mit unterschiedlichen Übungen, die wir Und schön wie Bilder, zeig einmal. eben Bilder, da sind Grafiken drin. Hey. Richtig, da sind auch teilweise Ausschnitte, wo wir auf Malle waren, noch drin. Also sind viele, viele Sachen drin. Und das Schöne ist, es gibt zu diesem Buch, ich hole ich mal das hier raus, gibt es eine sogenannte Videokarte. Auf dieser Videokarte steht ein Zugangscode hinten drauf, und ich kann über die Internetseite kann ich an 180 Minuten Videomaterial passend zum Workbook Ah, kommen. immer dachte, es würde ein USB-Stick oder so sein. Nee, Aha. wir haben das auf dieser Website integriert. Es sind noch zwei weitere Sachen drin. Da müssen wir jetzt gar nicht im Detail so drauf eingehen, aber der Kern dieser Box ist 180 Minuten Videomaterial. Warum nur 180? Das waren 3 Tage oder eine Woche. Wie lange wart ihr unterwegs? Ja, das sind keine Videos, die wir auf Malle gedreht Ah, haben. nicht.
Nein, sondern wir sind hinterher nochmal richtig bei mir im Büro, haben wir mal ein Büro umgebaut und haben nochmal so dieses Setting gemacht. Wir können durch Schlüsselloch gucken, wie sich Edgar und Ben über Strategien unterhalten, die wir im Workbook wiederfinden. Und das heißt, wir haben teilweise in den Videos Sachen beschrieben, die man hier im Selbststudium erarbeiten kann und sind ein Haufen an Methoden drin und an Übungen drin, die in den Videos nicht beschrieben sind, die aber gut erklärt sind und die ich einfach erarbeiten kann in dem Selbststudium. Und es gibt Leute, die an einer Position sind, wo ich sage, Mensch, für die ist es einfach ideal, das zu investieren und sich diese Box zu holen und damit wirklich zu schauen, ich finde ich Antworten auf meine Fragen, wie kann ich die nächsten Schritte gehen und und. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der auch in der unterschiedlichsten Lebens- und Business-Situation ist. Und gibt es irgendeine Chance, tatsächlich einmal an einer XL-Version der Mallorca-Videos ranzukommen? Ist da irgend oder eine Art von Hörbuch rauszugeben? Haben wir bisher nicht drüber Hörbuch nachgedacht. wäre doof, wenn man so schöne Kulisse hat. Ja, Aber ich also meine, ihr habt ja da auch viel Geld investiert. Ich meine, es ist ja, ihr stimmt. habt ja drei Kamerateams oder was mitgehabt, ja? Ja, wir haben ein Kamerateam dabei Mit gehabt drei und wir Leuten, irgendwas war mit drei, ja? und wir waren da schon mit einem großen Team unterwegs. Geplant so in der Form ist es nicht, aber was wir vorhaben, das werden wir nächstes Jahr machen. Wir werden für, ich sag mal, maximal 20 Leute werden wir anbieten, dass wir mit denen, die das wollen, für 5 Tage nochmal nach Mallorca fliegen und an die gleichen Orte gehen, wo wir gedreht haben. Und wir an diesen Orten so ein 4-Tages-Seminar anbieten, nochmal ganz individuell für diese 20 Leute. Dann wird Edgar für 10 verantwortlich sein und ich für 10. Und dann wollen wir mit denen nochmal 4 Tage eintauchen in das Thema, aber vor Ort. Also krass. Krass, krass, krass. Okay. Und was war die Entscheidung, warum das Video nicht genommen wird? Das Video, was wir gemacht haben, Ja, und weil das ist das würde ganz, richtig gehen, das heißt als Bonusmaterial da dazu. ja, das haben wir, wir haben ja eine Dokumentation zum Buch gemacht. Ja, 11 Minuten. Also da siehst du mal über 11 Minuten Na, das nochmal. ist toll, also, aber ich meine, es waren nicht 11 Minuten, sondern 11 Tage. Na, also nicht 11 Tage, ich weiß, aber. Du, das war für den Punkt nicht, wir haben das so nicht konzipiert. Okay. Es war nicht Und konzipiert. warum dann filmen und nicht nur aufzeichnen auf Audio, wäre ja viel billiger. Ja, das haben wir deswegen gebraucht, weil zum einen wollten wir natürlich davon Material haben, um zu beweisen, dass es das keine gefakte Nummer war. Okay, ja, aber da hätte ein Fotosack reicht. Ja, das wollten wir aber nicht, das war mir zu wenig. Also ich habe gesagt, ich will hinterher 11, 12, 13 Minuten zeigen, damit jemand sieht, ah, das ist nicht gemacht, sondern das ist wirklich, die haben sich echt unterhalten. Also es ist nicht gefaked irgendwo in Frankfurt. Das war das Gurke eine. mit Dill oder so, ja. Genau. Und das Ja. andere war für uns einfach nochmal ganz entscheidend, was wir in diesem Buch versuchen wollten, war diese Dialoge und die Atmosphäre, die da passiert ist und auch ein Stück weit was drumherum war, mit zu integrieren in diese Story. Und dafür war natürlich für uns auch Videomaterial wichtig. Zusätzlich habe ich eine Kollegin dabei gehabt, die hat bei den Aufnahmen sich immer nur notiert, was außenrum passiert ist. Ja, also was ist, während wir uns unterhalten haben, Ja, was der ist da? Off-Kommentar ist auch immer mit dabei, ja? Ja, genau. Also das war einfach wichtig, einfach auch ein Stück weit die Leute wirklich mit in diese Story mit reinzunehmen. Und so ist es konzipiert gewesen. Es war nicht gedacht, dass wir das ganze Material offenlegen. Ist einfach, das Buch ist richtig gut gelungen. Einige Kritik an den Verlag, also man hätte es ein bisschen besser darstellen können, wer wann spricht, aber das obliegt dann des Setzens im Verlag, ja? Weil man kann nicht wirklich am Text sehen, hat es jetzt der Ben oder der Edgar gesagt. Aber ich sage mal so, wer den Inhalt verstanden hat Der Inhalt ist, und den Inhalt verstoffwechselt, dann ist alles gut. der wird gut verstoffwechselt, ja. Also das ist in jedem Fall, lohnt sich da, ja. Also das wäre in jedem Fall der erste Schritt, aber auf den ersten Schritt wird wahrscheinlich die Conversion in den zweiten Schritt dieser Box ziemlich gut sein, weil, wie gesagt, diese Lust, jetzt will ich was machen, ihr motiviert sehr gut in dem Exakt. Und jetzt will ich was machen, und jetzt will ich was machen, und dann steht da, sie fliegen zurück nach Deutschland und das war's. Und das war zu wenig für mich und das habe ich ja bekrittelt. Und der Kritik, die hast du jetzt eindeutig, bist du begegnet mit dieser schönen Box. Ja. Produktion dieser Box, da würde mich nur so ein Making-of interessieren. Wie passiert sowas? Ihr seid ja ein Team, oder?
Weißt du, was das Witzige war? Während wir uns in Malle unterhalten haben. The making of the box. Ja, aber während wir uns unterhalten haben in Malle zu dem Buch vor jetzt über einem Jahr, ist uns eigentlich erst in Malle beim Reden abends, wo wir fertig waren, haben wir gesagt, weißt du was, Edgar? Eigentlich müssen wir so eine Box machen. Die, okay. Also das hatten hätte wir fragen müssen. Hätte das hatten wir gar nicht auf dem Schirm erst. Und dann haben wir erst dort vor Ort entschieden, weißt du was, lass uns das Buch rausbringen und wenn das Buch rauskommt, müssen wir mal gucken, dass wir 4 Monate später das Workbook rausbringen für Leute, die für schmales Geld und die nicht sich jetzt eine Strategieberatung holen wollen oder vielleicht auch können. Noch nicht können, ja, das kommt dann hinterher. Dass die in der Lage sind, aber trotzdem jetzt zu sagen, okay, jetzt gehe ich den nächsten Schritt und ich brauche Hilfsmittel, die mir sagen, was kann ich jetzt tun damit? Und so ist das Ding entstanden. Und da geht es nur um mich, da geht es nicht um Wunschkunden definieren und sowas und Avatar und so, sondern da geht es um mich. Ganz viel um dich und ganz viel um Reflexion und ganz viel Erarbeiten. Business Know-how auch nicht, keine Unternehmerakademie. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum zu sagen, dass ich mich in diesem Workbook für die unterschiedlichsten Stellen erkenne. Ist das auch so dem Ende? Ja. Weil der Punkt ist, es geht schon um Business. Ja, das ist bei euch beiden nicht verhinderbar. Und dieses Thema Raviolität, das andere Buch, da ging es um das Thema Identität. Das war nicht das Business im Vorfeld, im Vordergrund. Aber es hat halt so viel, was du dann dafür nutzen kannst. Klar, ja. Aber dieser Transfer, den müssen wir hinkriegen. Ja, ihr nehmt es den Leuten halt ab. Dadurch haben wir natürlich gesagt, die Box schafft den Transfer wirklich auch in die Business-Welt sauber rein. Und deswegen haben wir das so konzipiert. Okay. Und jetzt nochmal rein, also dann habt ihr die Entscheidung getroffen und dann seid ihr zurück nach Deutschland und das Buch ist transkribiert worden, ist in den Verlag gekommen. Und wann ist dann die ganze Produktion und wie ist das abgelaufen? Du meinst von der Box? Ja. Also ich möchte einmal wirklich die Leute loben, die das gestaltet haben und die solche wahnsinnig schönen, wirklich schön im Wortsinne Designs drumherum kreieren. Also das war, da bin ich ja super happy. Aber dass der Content bei euch beiden passt, ist mal klar. Ja, also da bin ich ja super happy, dass ich da ein super Team habe, einfach im Haus. Und da sind wir hergegangen und haben einen Plan gemacht, was muss die Box haben, wie muss die aussehen, wie müssen die Videos dazu sein. Wir haben Sachen gemacht, wo wir sagen, was muss ins Buch an Inhalten rein. Also das ist auch, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben hier richtig, richtig viel Content reingesteckt. Also manchmal erlebt man das ja so ein bisschen, wenn man so, ich sag das mal, es gibt so diese, kommen Sie weiter mit den 10 DVDs, die Sie sich angucken können und, dann ist das so ein Mitschnitt irgendwie von einem Seminar. Und hinterher denkt man, mal ganz abgesehen davon, die wenigsten gucken sich die letzte DVD an. dann fragst du dich hinterher, ja und jetzt? Und das war eben für uns der Anlass zu sagen, das wollen wir nicht. Beim Buch ist man so gegangen. Beim Buch haben wir gedacht, und jetzt? Ja, genau. Ja. Aber dann hat es ja funktioniert. Dann hat es funktioniert. Der perfekte Sales Pitch. Hat ja funktioniert. So und so ist die Box entstanden, wo wir gesagt haben, das darf nicht 0815 sein, es muss hochwertig sein. Die Box muss so attraktiv sein, dass ich mir die vielleicht sogar ins Regal stelle, weil sie einfach gut aussieht, von der Optik gut verarbeitet. Immer so ein Kärtchen und Buch, das könnten wir ja ganz klein verpacken. Ja gut, und es gibt ja auch Leute, die gehen her und machen eine schöne Box. Und da steht dann ein USB-Stick drin und dann gibt es dann irgendwie gefühlt 12 Videos und da kostet die Box dann irgendwie, keine Ahnung, 1.000 Euro oder so. Ja, das macht es nicht schlechter, ja. Ne? Und das ist eben was, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht. Okay. Sondern wir wollen Qualität, wir wollen ganz viel Content und wir wollen es zu einem Preis rausbringen, dass jemand bereit ist, das zu zahlen. Und ich glaube, wenn ich mir überlege, die Box kostet, wenn ich die brutto kaufe, kostet die 490 Euro. Das, was drin ist, das ist mega. Also eine Stunde Beratung wird ungefähr das kosten wahrscheinlich, oder? Das ist, im Endeffekt ist das so, ja. Mhm. Und da ist im Endeffekt der Punkt, dass wir gesagt haben, so, wir wollen für die, die nicht einen Beratungstag bei Edgar oder bei mir buchen, wollen wir aber die Möglichkeit geben, an den Content zu kommen. Es ist natürlich so, es ist nicht aller Content drin, logisch, weil wir nach wie vor natürlich auch noch viele Asse im Ärmel haben, auch mit 4 Tage Mallorca, sage ich dann immer, ja.
Und ja, das ist schon, also da gibt es schon einen Haufen mehr Sachen und ich mache meine Strategietage natürlich auch nochmal völlig anders, weil ich, wenn ich mit den Leuten face-to-face arbeite, ist die Vorgehensweise auch nochmal anders. Also das heißt, wir mussten hier Modelle raussuchen und bestimmte Techniken raussuchen, dass das im Selbststudium funktioniert. Und aber da gibt's ist auch irgendeine Interaktion mit eingebaut? Also wo man sagt, da gibt es dann noch, wo man online Fragen stellen kann oder irgendwas? ja, es gibt eine Interaktion. Die Interaktion heißt, wenn du Fragen hast und noch erfolgreicher werden willst, dann musst du mich anrufen. Mhm. Also auch das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, was wir nicht wollten, es soll jetzt nicht so ein klassischer Online-Kurs sein. Ja, weil das ist ja heute eben, dass man sagt, es gibt eine Membership-Zone, wo man irgendwie Fragen reinstellen kann oder so. Also das ist es nicht. Ich glaube, wenn außer dieser Box und wenn man das macht, was in dieser Box vorgeschlagen wird und empfohlen wird und jemand dann noch den nächsten Schritt machen will, dann kommt er, glaube ich, um dieses Thema der Individualität und mit einem Sparringspartner dann noch stärker dran zu gehen, da kommt er gar nicht drum herum. Mhm. Dann reden wir wieder über ganz andere Dinge und dann reden wir über Leute, die sagen, hier, ich will so und so viel 1000 Euro Umsatz im Jahr machen und da muss das und das passen und. Also das ist auch hier der nächste Schritt. Aber grundsätzlich heißt die Devise für mich, dass jeder so ein hohes Maß an Individualität mitbringt, dass ich auch in meinen Beratungen kein Tag ist wie der andere. Mhm. Keine Beratung ist wie eine andere Beratung. Es ist jedes Mal anders, weil der Fokus auf den Menschen, auf der Persönlichkeit und auf der Identität des Einzelnen sitzt. Und da kann es einfach sein, dass man unterschiedliche Businessmodelle einfach bauen muss. Und da ist ein Businessmodell nicht gleich dem anderen. Okay.